Heute sind wir wieder auf dem Weg nach Italien. Wir sind in der Puni-Brennerei und haben den neuen Wiener im Glas. Viel Spaß dabei. Tachchen, Tachchen. Wie gesagt, heute sind wir mal wieder bei der Puni-Brennerei in Italien. Hi. Ja, Puni hat einen neuen Whisky rausgebracht, den Wiener. 5 Jahre im Marsala-Fass gereift und wir sind ganz, ganz neugierig. Hatten ja kürzlich schon mal einen Puni hier im Video vorgestellt. Blenden wir euch zum Schluss ein. Da haben wir auch ein bisschen was zur Brennerei erzählt. Da kann man nochmal nachgucken oder nachhorchen. Und wir konzentrieren uns jetzt mal ein bisschen auf diesen neuen 5-Jährigen. No? Genau. Puni, junge Brennerei. Wie gesagt, Video blenden wir euch nachher ein, wo wir relativ viel zu erzählt haben, wenn euch das interessiert, was die Brennerei so macht, wo sie herkommt. Und ja, das ist eine neue Edition, hast du gesagt. Richtig. Wir hatten einen 3-Jährigen letztes Mal im Glas, jetzt sind wir hier auf 5 Jahre hochgeklettert. Und dieser Whisky durfte halt wirklich die 5 Jahre in einem Weinfass verbringen. Marsala ist sizilianischer Wein. Eine Vollreifung in dem Weinfass verspricht erstmal ein ganz schönes Aromenspektakel, aber wir gehen da noch recht unvoreingenommen ran. Ich habe ihn auch noch nicht probiert und wieder verrochen, auch beim Eingießen extra Abstand gehalten, dass es noch neutral ist. Bin wirklich sehr, sehr neugierig, was die so machen. Was man vielleicht noch kurz zu Puni sagen kann, ist, dass die halt wirklich ganz viel mit lokalen Grundstoffen arbeiten. Also das heißt, das Getreide kommt dort aus der Region und dementsprechend auch die Fässer, halt in dem Fall aus Italien, nicht aus Norditalien, wo die Puni-Brennerei sitzt, sondern aus dem Süden, Sizilien. Aber ein sehr italienisches Produkt sozusagen, vom Design bis zum Whisky letztendlich. Wollen wir mal schnuppern? Schauen wir mal. Zeig mal kurz die Farbe. Mich erinnert es irgendwie an Honig oder so. Fast so ein Waldhonigton. Und ja, Puni färbt nicht. Auch keine Kühlfiltration. Bei 43% kann man das schon mal besonders hervorheben. Das ist ja nicht üblich. Ich habe im Internet auch gerade gelesen, wenn aufgrund der fehlenden Filtration und den 43 Volumenprozent irgendwann der Whisky ein wenig eintrüben sollte, kann man ja die Flasche einfach schütteln, dann gibt sich das wieder. Haben wir noch nicht ausprobiert. Stört ja auch nicht, macht ja nichts. Richtig. Das soll gut riechen und gut schmecken. Also ich habe hier erstmal eine ganz, ganz, ganz nussige Wolke, die da rauskommt. Und ich habe erstmal ziemlich doll den Alkohol gehabt, tatsächlich, der verfliegt dann aber. Und dann sehr süß. Ja. Also sehr süß, sehr likörig, also sehr wie ein Likör. Ganz toll. Ja. Also Marsala ist ja auch ein Likörwein und das merkst du super krass in der Nase. Mhm. Ja, man kann schon nicht leugnen, dass es noch ein relativ junger Spirit ist. Das ist da, aber die Süße ist schon spannend, schon immens. Für mich wirklich ganz, ganz deutlich dieses Walnussding. Das ist für mich der dominante das Zimt dominante ich Aroma. So ein bisschen. Zimt? Okay. Erstmal wieder ein Whisky, der tatsächlich ganz gut in die Jahreszeit passt, so von der Nase her, finde ich. Also diese süßen, gewürzten Aussiege, so das ist. Und klar, eine gewisse Frucht bringt er natürlich auch mit. Ja. Wobei die Süße für mich jetzt nicht unbedingt nur eine Fruchtsüße ist. Das, weiß nicht. Honig ist es auch nicht. Es ist süß, ohne sich jetzt wirklich konkret eine Frucht zuordnen. Oh. Wollen würde. Findest du da eine spezielle Frucht? Ich finde, mich erinnert es halt ganz doll einfach wirklich an den Likör. Ich meine, das ist jetzt auch keine Frucht oder so in der Form erstmal. Die Likörfrucht. Aber das habe ich halt, also daran erinnert es mich halt einfach. Und dann, ob das dann was Traubenartiges oder so ist, weiß ich gerade auch noch nicht so richtig. Also in jedem Fall irgendwie so dunkles Obst, dunkle Früchte. Ich hab leider auch sehr viel den Alkohol immer noch tatsächlich. Also ich dachte, der ist kurz weg. Mhm. Also ein bisschen habe ich den auch immer noch. Probieren wir doch mal.
machen wir das. Tschüss. Prost. Der hat mehr Würze und das ist herber, als ich jetzt erwartet hätte. Da kommt sehr viel Würze, da wird er, kriegt er auch wieder sowas ganz leicht, so Haselnussschokolade, sowas so ein bisschen. Mhm. Eine Süße hat er, die ist aber leicht, ja. Und in erster Linie wird er würzig, ja, das stimmt. Also da bildet man sich schon ein, dass man das Fass, also auch das Holzige, irgendwie schon ganz deutlich mitkriegt. Mhm. Stimmt, der hat so eine holzige Trockenheit, das ist wichtig. Verfliegt dann relativ schnell wieder. Also im ersten Moment zieht sich das alles so ein bisschen zusammen. Beruhigt sich aber bei mir zumindest dann ganz, ganz flott wieder. Ist jetzt keine sehr lang anhaltende Geschichte. Und ein bisschen was Nussiges behalte ich auf der Zunge. Nochmal nachlegen. Ja, schon sehr trocken. Nussig, er kriegt so ein bisschen sowas Bitteres, finde ich. Hm. Also ein bisschen wie so manchmal haben Walnüsse auch so einen bitteren Geschmack drin, wenn du die isst. Und das, finde ich, kommt da so ein bisschen. Meinst du so diese frische Walnüsse, wenn die noch nicht so ganz durchgetrocknet sind? Das kann sein, dass es das ist. Blausäure oder sowas, ne? Also sowas kommt ein bisschen durch, finde ich. Nicht super unangenehm. Also er gefällt mir auch übrigens am. Es ist jetzt nicht hundertprozentig mein Geschmack, also es ist jetzt nicht so mal. Das, was ich sage, auch sowas trinke ich gerne, so eine Art von Whisky, aber er gefällt mir am Gaumen besser als in der Nase tatsächlich. Ja. Also das, eigentlich habe ich häufig den umgekehrten Weg, wenn mich so ein Whisky nicht hundertprozentig überzeugt auf allen Ebenen, das ist eigentlich meist das Aroma, was ich besser finde. Mhm. Hier gefällt er mir eigentlich am Gaumen besser. Das, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, er ist am Gaumen ganz anders als in der Nase. Und ich finde, in der Nase ist es halt tatsächlich fast weniger einen Whisky, wenn man das so sagen kann, richtig. Sondern eher was Liköriges, Weiniges. Und wenn man den dann wirklich im Mund hat, dann kriegt man schon mit, dass es ein Whisky ist. Und vergleichend jetzt auch mit dem anderen Puni, den wir mal hatten, muss ich sagen, ist es halt echt eine gute Entwicklung. Ja, das würde ich auch sagen, ja. Haben wir ja da, glaube ich, auch schon gesagt, dass es halt spannend wird zu sehen, wie sich das halt weiterentwickelt, wenn die ein bisschen älter werden und noch neue Sachen ausprobieren. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Richtung. Und wir sind weiter gespannt, was da so passiert, wenn sie noch älter werden und noch mehr machen. Mhm. Also kann man auf jeden Fall mal probieren. Liegt preistechnisch, glaube ich, so um die 50 Euro. Mhm. Da haben sie sich auch ein bisschen verändert. Ich glaube, als wir den ersten, diesen Puni Nova hatten, da lag der dreijährige Nova, glaube ich, bei 60 Euro oder sogar ein bisschen darüber. Jetzt der fünfjährige für um die 50. Also Preispolitik verändert sich wahrscheinlich, aber halt auch einfach die Absatzmengen ein bisschen. Aber insgesamt gute Tendenz, finde ich. Ja, also wie gesagt, es ist jetzt nicht absolut meins. Hm. Aber objektiv betrachtet finde ich ihn definitiv besser als den Nova, den wir hatten. Hm. Ich finde den Gaumen besser als die Nase, immer noch. Also manchmal verändert sich das ja, dass sich auch die Nase verändert. Ich finde immer noch, die Nase überzeugt mich tatsächlich nicht. Das ist das, was du gerade meintest. Das ist mehr dieser Likör. Mhm. Und für mich immer noch so auch schon der Alkohol, der so ein bisschen durchkommt. Und wie ich finde, manchmal in so ein bisschen so eine Richtung, die mich stört. Mhm. Zumindest am Anfang. Und aber von den Aromen auch da, das, was du vorhin schon meintest. Es ist natürlich was man sich von dem, was sagen Sie denn hier überhaupt? Sultanin ist ja so eine Rosinenrichtung, wenn ich mich nicht irre. Zimt und Walnuss. Ja, Walnuss, ja. Zimt und Walnuss hatten wir beides. Da war sogar Zimt und Walnuss stehen, genau. Steht es da drauf? Ja, tatsächlich, ja. Ist ja nett, dass Sie das gleich auf die Flasche aufschreiben. Super. Ich zeig's noch mal als Beweis. Und wir haben es wirklich vorher nicht gelesen, tatsächlich. Lustig. Aber, es ist tatsächlich, also wenn man diese Art von Whisky mag, wenn man auch diese Masala-Geschichte mag, wenn man dieses bisschen Likörigere mag, das sehr süß ist, es eine geile Sache. Und vor allen Dingen finde ich, dass das jetzt das, was du meintest, auch so ein Weihnachtsding tatsächlich. Also er passt tatsächlich gut in die Zeit rein.
Das ist, glaube ich, jetzt der dritte Whisky, den wir innerhalb von, keine Ahnung, einem Monat haben, wo wir immer sagen, geiles Weihnachtsding, vielleicht ist das auch so. Vielleicht der Spirit. Gerade auch einfach nur so weihnachtlich. Der Christmas Spirit, der hier eigentlich so fällt. Jo. Wir blenden euch mal den Puni Nova ein, das Video dazu und noch ein bisschen Musik. Und genau. Freuen uns über Kommentare zu Puni generell, vielleicht auch zu dem Wiener, wenn ihr den schon probiert habt. Oder zu anderen Abfüllungen. Und natürlich einen Daumen nach oben wäre super geil. Genau. Und wenn ihr mehr so eine Sachen sehen wollt und auf dem Laufenden bleiben wollt, natürlich ein Abo. Super, wenn ihr es noch nicht habt. Und ja, in diesem Sinne, bleibt uns noch zu sagen, vielen Dank. Jo. Macht's gut. Macht's gut. Bis Cheers. Dann. Ciao.